Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yamaichi Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute zu Gast im Studio ist Thorsten Jasper. Hallo Alex. Thorsten, du bist bei Yamaichi Electronics Produktmanager im Bereich Connector Solutions. Was sind denn also deine Aufgaben? Ich betreue den Bereich RJ45 und YCON. Die Produktlinie YCON basiert auf den RJ45 Steckgesicht und hat zusätzlich zwei Powerkontakte integriert. Und das Ganze für den industriellen Einsatz. Der industrielle Einsatz ist ja jetzt mal relativ breit gefasst. Was sind denn jetzt so die typischen Einsatzbereiche, die unsere Kunden abdecken wollen? Grundsätzlich geht es mal um die Signalübertragung. Die Signalübertragung zum Beispiel für Motorsteuerungen, Messelemente, Steuertechnik im Allgemeinen. Ich habe hier auch mal ein Beispiel mitgebracht, damit man das sehen kann. Wir haben hier ein Kabel mit Steckkomponenten, wie wir sie schon seit ungefähr 20 Jahren verkaufen. Wir haben hier auf der einen Seite eine IPS67-Variante und eben hier auf der anderen Seite eine IP20. Ja, ich gehe davon aus, die beiden Varianten haben wir natürlich, weil wir also sozusagen im industriellen Umfeld immer relativ verschiedene, auch harsche Umgebungsbedingungen haben können. Und du wolltest heute nochmal genauer über das YCON Cover 20 sprechen. Ja, das ist richtig. Also im industriellen Bereich gibt es immer wieder Probleme mit Feuchtigkeit, Nässe, Temperaturschwankungen, elektromagnetische Felder oder Vibrationen. Und für solche Dinge haben wir eben auch unterschiedliche Gehäusekomponenten aufgebaut. Es gibt zum Beispiel hier diese Standardversionen, wie sie bei Patchkabeln vorkommen, aus Kunststoff. Aber zum anderen haben wir natürlich eben auch deutlich bessere Varianten eben aus Metall aufgebaut. Eine IP20-Variante, über die ich heute eigentlich noch ein bisschen mehr erzählen möchte. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, ihr habt da jetzt ein paar wesentliche Änderungen dann vorgenommen, oder? Ja, das ist richtig. Also, wir haben hier das IP20-Cover aus Metall. Diese Metallvariante bietet natürlich einen deutlich höheren Schutz gegen elektromagnetische Einflüsse einerseits und auf der anderen Seite ist es nicht so anfällig gegenüber mechanischem Stress. Das ist mal das Wichtige, warum wir dieses Cover überhaupt gemacht haben. Auf der anderen Seite haben wir dieses Cover ja schon ziemlich lange, wie ich schon gesagt habe, und wir haben das zum damaligen Zeitpunkt konstruiert eben mit diesen beiden Schrauben. Diese beiden Schrauben sind natürlich klein, auf der Baustelle können die auch sehr gerne mal verloren gehen. Und dann hat man keine zur Verfügung und zur Hand, wie man die das dann wieder zusammenbaut. Wie genau sieht denn jetzt unsere neue Version vom Cover 20 aus und ja, welche Designmaßnahmen habt ihr ergriffen? Ja, also ich habe jetzt hier nochmal beide entsprechend aufgebaut. Man sieht, hier ist die alte Version mit den beiden Schrauben und wir haben jetzt neuerdings daraus eine Klick-Variante gemacht. Ihr seht, keine Schrauben mehr und hier die beiden Haken. Ja. Wenn die klickbar ist, dann kannst du mir doch auch sicherlich jetzt mal zeigen, wie ich die assembliere, oder? Selbstverständlich. Ich habe hier mal was vorbereitet, den Steckverbinder, dann habe ich hier eben ein Unterteil und ein Oberteil und lege hier den Steckverbinder im Prinzip nur oben drauf und dann kann ich das Oberteil oben drauf legen und bringe das dann hier mit einem Klick zusammen. Und schon ist es assembliert. Und wie man sieht, schnell, einfach, ohne Schrauben und es ist absolut unkompliziert. Die geschraubte Variante, die kann ich ja sicherlich wieder öffnen, schließen und erneut assemblieren. Habe ich da jetzt irgendeinen Nachteil mit der neuen Variante? Absolut nicht. Auch unsere neue Variante lässt sich eben bis zu 5-mal wieder öffnen und schließen. Und wie gesagt, wir können einen Kabeldurchmesserbereich abdecken von 5,5 bis 7,1 mm. Und wir haben eine hohe Robustheit. Und ich habe den Vorteil, dass ich eben alle unsere verschiedenen YCON-Plugs, es gibt ja also nicht nur welche mit 4 oder 8 Signalkontakten, sondern eben auch noch was dazwischen und zusätzlich eben auch diese Powerkontakte, diese optionalen, die wir dazu nehmen können. Und diese passen alle hier in dieses Cover hinein. Und der wesentliche Vorteil, der sich eben hier für den Kunden, den der Kunde davon hat, ist, dass er etwa 30 bis 50% seiner Zeit von dem Assemblieren spart. Ja, und wenn ich jetzt als Kunde gar nicht im Endeffekt die Voraussetzungen mitbringe, dass ich das jetzt alles selber assembliere, also das heißt den YCON-Plug auswähle, das Cover auswähle und das alles ja komplett selber machen möchte, bieten wir dort auch eine Möglichkeit an? Selbstverständlich. Wir haben die Möglichkeit, eben alle diese verschiedenen Varianten aufbauen zu lassen über unsere Produktion in Frankfurt-Oder. Ja, das klingt sehr komfortabel. Ja. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute da warst und uns das Cover 20 vorgestellt hast. Sehr gerne und
wenn Fragen sind, beantworte ich die natürlich jederzeit. Und Ihnen, werte Zuschauer, danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig.